Buonasera a tutti quanti, sono le Schönen 7. guten Abend, es ist 19 Uhr, wir sind einigermaßen pünktlich. Auch heute ist es geschehen, so passiert, dass am Ende doch alles interessant, aber gespannt ist. Aber nicht alles hat funktioniert, die Technik betrifft Sie alle. Guten Abend, ich bin Markus Lobis, ich habe die Ehre und auch freue mich auch, diesen Abend hier, also Sie durch diesen Abend führen zu dürfen. Also erstmal ein paar technische Hinweise. Wenn Sie nur den Sprecher, die Sprecherin sehen müssen, dann könnten Sie auf den oben rechts die Ikone Lista anklicken und dort klicken Sie Sprecher an und dann sehen Sie nur den Sprecher, die Sprecherin und nicht die kleinen Bilder. Die sind ja nicht so einfach im Auge zu behalten. Ich mache darauf aufmerksam, dass alle eure Fragen, Einwände, Empfehlungen bitten wir im Chat zu stellen. Unten in der Mitte ist eine kleine Ikone mit Chat und dort schreiben Sie bitte Ihre Fragen hinein. Die Frau Lydia Kanins wird auch auf dem Facebook das Chat mitverfolgen. Wir sind auf zwei Facebook-Kanälen für Leute, die über Facebook mitschauen. Und Lydia wird auch eure Facebook-Posts betreuen, um sie dann in Fragen umzusetzen, die dann den Fachleuten gestellt sind, insbesondere Dr. Turco, der heute als Referent hier ist. Und jetzt übergebe ich das Wort für die Einführung an Peter Grünfärb, Vorsitzender des Social Cannabis Club Bozen. Dankeschön, Markus, und willkommen zu diesem ersten Treffen einer ganzen Reihe. Das sind 14 Treffen vorgesehen im laufenden Jahr. Und bei diesen Gelegenheiten werden wir einen Anwendungsbereich des medizinischen Cannabis vorstellen. Wir sind eine Patientenvereinigung und haben uns die Aufgabe gestellt, also bessere Lebensqualität für Patienten zu bewirken. Cannabis kann das schaffen, besonders bei Patienten mit chronischen Erkrankungen. Die Heilpflanze vor dem Prohibitionismus im vorigen Jahrhundert wurde eigentlich weltweit in allen Kulturkreisen genutzt und auch jetzt nach Untersuchungen, die den Heilwert bestätigen, bleibt doch das Interesse in der Gesellschaft recht schwach. Abgesehen von Patientenvertretungen in der Politik, in der Medizin und in der Gesellschaft versuchen wir als Vereinigung auch Informationen zu bieten und zu sensibilisieren. 2021 sind eben 14 Abende als ärztliche Beratung vorgesehen, jeweils zweistündige Treffen. Also wir stellen da 14 Anwendungsbereiche für medizinisches Cannabis vor. Dazu gehört eben Covid-19, Ruhestörungen, ADHD, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, Parkinson-Syndrom, Kopfschmerzen, Formen, pharmaresistente Formen und verschiedene Magen-Darm-Erkrankungen, Rheuma-Erkrankungen, Epilepsie, Tumorerkrankungen, Stress, Schlafstörungen, Asthma und so, Hochdruck und so weiter. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei der Abteilung Gesundheit der Südtiroler Landesverwaltung, die die Mittel zur Verfügung gestellt hat, um diese Treffen durchführen zu können. Ich bedanke mich auch bei Leaf Green Baron Magazine als unserem medizinischen Partner und den Sponsoren wie Apotheke Ternelle, Viviano Modena, dann die Apotheke Drusus in Meran, Bombicini in Bozen, Apotheke. Das alles sind Apotheken, die auch medizinisches Cannabis anbieten. Dann bedanke ich mich bei Ethel Bank in der Bozner Raiffeisenkasse, bei der Arthritis Medical Clinic in Mailand und Biotheca. Das ist ein legaler Cannabis-Erzeuger und Verteiler. Damit übergebe ich das Wort wieder
dem Moderator. Grazie, Peter. Danke, Peter. Jetzt sind wir ein wenig in Schwierigkeiten, weil Dr. Bettini hat sich noch nicht zugeschaltet. Aus diesem Grund weiß ich jetzt nicht. Peter, möchtest du so einen Augenblick noch Fabio Turco sein Referat einführen? Ich würde sagen, lassen wir, dass Dr. Turco sich selbst einführt und vorstellt. Dr. Bettini wird dann zu einem Grußwort vielleicht nach dem Referat sich zuschalten, bevor wir die Diskussion beginnen. Also Dr. Turco erhält das Wort an. Schönen guten Abend. Vor allen Dingen möchte ich mich wirklich bedanken für diese Einladung, an diesem so interessanten Abend hier teilnehmen zu können, dass ich mit Cannabis und Covid beschäftigt. Ich heiße Fabio Turco, bin Arzt, beschäftige mich in Neapel mit wissenschaftlichen Cannabis-Anwendungen. Und Augenblick, ich schalte die, versuche eben die Bilder zuzuschalten, dann beginnt gleich das Referat. Jawohl, beginnen wir jetzt gleich mit diesem, gehen wir gleich zur Sache. Also Cannabis und Covid, schauen oder versuchen zu begreifen, ob medizinisches Cannabis nützlich sein kann gegen Covid-19-Symptome. Um auf diese Frage antworten zu können, schauen wir uns erstmal an, welche Behandlung benötigt wird bei Covid-19. Versuchen nachzuvollziehen, wie Cannabinoiden nützlich sein könnten, sehen uns die ersten klinischen, präklinischen Studien an und dann schauen wir uns im letzten Teil an, ob Cannabis auch nützlich sein kann bei Symptomen, so bei indirekten Auswirkungen, zum Beispiel nach all diesen Einschränkungen, den sogenannten Lockdown, mit dem wir alle weltweit leben und zweifelsohne war der Effekt auf die geistige Gesundheit da nicht gerade günstig. Beginnen wir auch gleich und schauen wir uns die erste Behandlung an, die Möglichkeiten, um Covid-19 behandeln zu können. Also das sind vor allem die Impfungen. In der EU sind 4 Impfstoffe bislang zugelassen worden. Die erste schon zu Jahresbeginn, Pfizer-BioNTech, dann Moderna, AstraZeneca und dazu kam noch das Johnson-Johnson. Das Johnson-Johnson-Wirkstoff, das wir in den nächsten Tagen auch in Italien zur Verfügung stellen. Gibt es in der EU sind noch 3 Impfstoffe, die die Zulassung beantragt haben. 2 sind noch im Versuchsstadium und dann sind etwa 115 Impfstoffe weltweit, an denen gerade noch geforscht wird. Das ist eine positive, eine gute Nachricht, denn wir haben eine gute Anzahl, so viele Impfstoffe, die in Zukunft zur Verfügung stehen. Ja, das ist wichtig, denn diese Impfstoffe schaffen ja, die können dazu, können also die der Krankheit vorbeugen und Symptome auch lindern. Und das ist alles zweifelsohne sehr positiv. Trotzdem gibt es noch einige Probleme mit diesen Wirkstoffen. Das erste Problem ist, es wird noch dauern, bis wir die ganze Bevölkerung haben impfen können. Also wir wissen, das italienische Gesundheitssystem hat vorgesehen, etwa 80% der Bevölkerung binnen September im laufenden Jahr zu impfen. Aber nur, wenn wir es schaffen, etwa 500.000 Impfungen jeden Tag verabreichen zu können. Hoffen wir, dass es möglich ist. Es wird aber nicht gerade einfach sein, aus verschiedenen Gründen, vor allem logistischer Art. Also erstmal nicht alle Unternehmen, Hersteller haben sich an die Vorgaben gehalten, nicht genügend Dosen sind eingetroffen. Dann gibt es einige Impfstoffe, die, bei denen es kollegische Preise auf Impfstoffe bei minus 70 Grad gelagert werden. Also das sind also auch Probleme mit der Lagerung, mit dem Transport. Dann sind erst noch geeignete Orte für die Impfung selbst vorgesehen und ausgebildetes medizinisches Personal. Das heißt, es wird noch Zeit vergehen. Und in der Zwischenzeit könnte die Bevölkerung sich weiterhin anstecken und folglich Behandlung benötigen. Das heißt, einige Leute werden nicht geimpft werden und dazu gibt es Leute, die sich einfach individuell dafür entscheiden. Letzten Sondierungen zufolge wird geschätzt, dass etwa 20% der italienischen Bevölkerung werden beschließen, sich nicht impfen zu lassen. Dazu kommen noch Menschen,
die nicht geimpft werden können. Denken wir zum Beispiel an Menschen mit Problemen wie Immunschwächen oder allergische Menschen, für die eben der Impfstoff nicht ratsam oder nicht möglich ist. Und diese Menschen könnten auch weiterhin sich anstecken, benötigen also auch Behandlung. Und zuletzt dann das schwerste Problem, das größte Problem hängt von den Virusmutationen ab oder mit ihnen zusammen. Also Viren verändern sich ja ständig, um sich dem Gastorganismus anzuwenden und eben auch um gegen Behandlungen und Impfungen sich zu wehren. Und die Impfstoffhersteller haben schon mitgeteilt, dass sie es schaffen werden, auch ihre Impfstoffe entsprechend abzuändern und den Mutationen anzupassen. Aber auch da wird Zeit erforderlich sein. Und in dieser Zeit können Menschen sich weiterhin anstecken. Das heißt, besondere Behandlung für Covid wird nötig sein. Sehen wir uns an, welche Behandlungsmöglichkeiten derzeit zur Verfügung stehen. Also einmal, das einzige zugelassene Medikament ist das Remdesivir, ein Antivirus-Medikament. Dann gibt es drei, die gerade, also Monoklonal-Antikörpertherapien, die gerade untersucht werden, 56 sind gerade in der Entwicklungsphase, antivirale Immunoklonal. Modulatoren, und dann gibt es noch mehrere Medikamente, die schon früher eingesetzt wurden und auch bei Covid schon zur Anwendung kamen, die Immunosuppressoren wie Cortison, Dapazon, Hydrocortison, Tocilizumab. Das ist einer der wichtigsten Mediatoren und Entzündungshemmer und noch viele andere Medikamente. Alle diese Medikamente werden gerade in zwei klinischen Untersuchungen, Solidarity, von der WHO empfohlen und eins vom Gesundheitsministerium im Vereinigten Königreich. Also mit Impfungen und Behandlungen stehen uns jetzt doch recht gut viele Möglichkeiten zur Verfügung. Auf die Frage, benötigen wir weitere Behandlungsformen, ist die Antwort ja. Denn trotz aller Medikamente, die uns zur Verfügung stehen, gibt es nach wie vor noch keine wirksame Behandlung für alle Patienten und alle Covid-Formen oder alle Formen, in denen eben das Covid-Virus auftritt. Und wie wir sehen werden, ist Covid eine Erkrankung, die sich klinisch auf verschiedene Art und Weise auswirken kann. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Medikamente gegen unterschiedliche Symptome einsetzen zu können. Und es lohnt sich auf jeden Fall immer, neue Behandlungsformen zu finden, denn jede Behandlung, die es schafft, die künstliche Beatmung zu verzichten oder Patienten einliefern zu müssen, wird viele Leben retten können und wird auch nützlich sein, damit auch das Gesundheitssystem, das staatliche Gesundheitssystem Geld sparen kann, das dann auch für andere Krankheiten noch benötigt wird. Denn vergessen wir nicht, es ist nicht, dass jetzt dass keine anderen Krankheiten mehr gibt, nur weil Covid im Umlauf ist. Sehen wir jetzt, ohne ins Detail zu gehen, sehen wir uns an, wie sich Covid-19 auf die menschliche Gesundheit auswirkt. In 80% der Fälle sind nur leichte Symptome, wie etwa Grippe-Symptome festzustellen, also Fieber, Husten, Schwäche. Aber in den meisten Fällen, in 80% der Fällen, erledigt die Krankheit mit sich. In 14% schreitet die Krankheit fort. Also in diesem Falle kommt es zu Lungenschäden auf beiden Lungenflügeln. Die Leute leiden an Atemschwierigkeiten, die Oxidierung im Blut wird eingeschränkt. Und zuletzt in 5% der Fälle verschlechtert sich der Zustand noch zusätzlich. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die Lungenschäden werden noch schwerer, dazu kommen noch multiple Organschäden, also in anderen Organschäden, und in einigen Fällen gibt es sogar einen akuten Atemstress, also die Atemfähigkeit wird erheblich eingeschränkt und in einigen Fällen,
das eigentlich immer, ist es dann notwendig, die Patienten in den Intensivstationen einzeln und künstlich zu beatmen. Und in 1% der Covid-Fälle gibt es einen tödlichen Ausgang. Wenn wir uns jetzt diese drei Phasen ansehen, von unserem Immunsystemstandpunkt aus, sehen wir, dass am Anfang verschafft sich das Virus Eingang in unseren Körper über einen AC2-Faktor, also als Lungen, über die Lungenzellen, und unser Immunsystem reagiert. In den meisten Fällen, wie gesagt, schafft es diese Reaktion mit der Infektion zu rein, mit der Ansteckung zu rein zu kommen. Falls nicht, kommen wir in die nächste Phase, auch die adaptive Entzündungsphase. Mehrere Immunsystemzellen in den Lungen werden aktiviert und mehr Mediatoren kommen in Umlauf. Aber wenn das aber noch immer nicht funktioniert, kommen wir zur letzten Phase. Und dort wird unser Immunsystem hyperaktiviert. Und es kommt dazu, dass sehr viele Entzündungszellen aktiviert, hyperaktiviert werden. Und diese Entzündung wirkt sich verheerend auf unseren Organismus aus. Also, auf dieser Grundlage sehen wir uns dann an, wie und warum Cannabis und Cannabinoiden nützlich sein könnten. Vor allen Dingen, Cannabis und Cannabinoiden verfügen über entzündungshemmende Eigenschaften und könnten folglich auch sehr nützlich sein, um diese Ketokine, diese Hyperaktivierung zu bekämpfen in unserem Immunsystem. Und somit könnten sie vermeiden, dass Patienten in die kritische Krankheitsphase kommen könnten. Es schien auch, dass die Cannabinoiden dann auf irgendeine Art und Weise auch die Rezeptoren reduzieren, verringern könnten, also damit verhindern könnten, dass mehr Zellen angesteckt werden, könnten also nützlich sein, um die weitere Ausbreitung einzuschränken. Wir sprechen hier natürlich von Cannabis und Cannabinoiden. Ich möchte jetzt nicht sehr viel zum Cannabis an sich sagen. Ich gehe davon aus, dass ihr die Pflanze kennt, alle mehr oder weniger. Wie auch Peter schon in Reihenfolge gesagt hat, dass sie nicht erst seit Jahrhunderten, sondern Jahrtausend ist die Pflanze ja bekannt als Heilpflanze, weil sie sehr viele nützliche Wirkstoffe, mehr als 4 Stoffe enthält. Also Flavonoiden und etwa 150 sind die Cannabinoiden. Ich wollte noch daran erinnern, dass zum Beispiel die Cannabispflanze wurde von Forschern als wirkliche Molekularlabor eingestuft, weil es einfach so viele Zusammensetzungen enthält mit Heilwirkung, mit erheblicher Heilwirkung. Die wichtigsten Cannabinoiden sind das Tetracannabinol, das THC, das bekannte, das ist auch verantwortlich für die psychotischen Wirkungen, das Cannabidiol oder das CBD, das überhaupt keine psychotropen Wirkungen erzeugt. Das THC wurde 1964 isoliert in Israel von Dr. Rafael Michel Rumsumit entdeckt. Da möchte ich so eine kleine Klammer aufmachen, denn dank dieser Pionierarbeit wurden mehrere Versuche mit Cannabis durchgeführt, die dazu geführt haben, dass sehr viele Mediatoren in unserem Organismus gefunden wurden, von denen wir gesehen haben, dass sie zu einem regelrechten System gehört, das also zu einer Cannabispflanze, also Endocannabinoid-System genannt wurde. Das ist ein System, das die Homöostase in unserem Organismus regelt. Das heißt, den korrekten Ausgleich zwischen den verschiedenen Systemen in unserem Körper. Dazu ist zu sagen, dass Cannabinoiden wurde schon vorher, schon 1942 in den USA von Dr. Roger Adams eigentlich entdeckt, aber damals war die prohibitionistische Welle
schon über die USA geschwappt und somit wurde die Forschung an Cannabis unterbrochen und aus dieser Entdeckung ergab sich dann nichts mehr im Unterschied zu Israel in den 60er Jahren. Dort war die Atmosphäre locker und Meshulam konnte eben seine Entdeckung machen und damit das endokannabinoide System auch entdecken. Wir haben CBN eben auch andere Cannabinoiden kennengelernt, das Cannabigerol, das Cannabipomin und andere. Und vor allen Dingen nur wollte ich daran erinnern, dass in der Pflanze diese Phytocannabinoiden sind Säurederivate, die dann auch die Körperexilation entgegenwirken. Das heißt, verhindert, dass Moleküle verloren gehen, durch Hitze oder spannende Folgen. Das führt dann zu den neutralen Cannabinoiden, denn die wir gewöhnt sind, sie zu sehen, auch, obwohl wissenschaftlich rezept, vor allem in der letzten Zeit hat die Forschung bestätigt, gesagt, diese Säurecannabinoiden erhebliche Heilwirkung besitzen. Zu den Phytocannabinoiden in der Cannabispflanze haben wir die Endocannabinoiden, also Wirkstoffe mit ähnlicher Auswirkung. Wichtigstens das Anandamid und die zwei Archinylicel-Äther. Ich möchte noch das Archinylidopamin sagen. Das ist kein richtiges Cannabis, sondern ein Wirkstoff mit erheblichen entzündungshemmender Wirkung. Aber könnte auch bei Covid-19 nützlich sein, wie wir sehen werden. Alle diese Wirkstoffe, die Endokannabinoiden, die Phytocannabinoiden, interagieren mit dem Cannabinoid-Rezeptoren-System, also mit den Proteinen auf unseren Zelloberflächen oder auch in unseren Zellen im Inneren. Und es erwirken sich auf biochemische Veränderungen, die die Reaktion verursachen auf die Cannabinoide, also die Wirkung praktisch erzeugen. Die wichtigsten Rezeptoren sind CB1 und CB2. Das sind die Cannabinoid-Rezeptoren, aber dann haben wir noch auch mehrere andere Rezeptoren. Hier sehen Sie die Verteilung in unserem Körper, die recht gleichmäßig aussieht. Besondere CB1 und CB2-Rezeptoren befinden sich, also besonders CB1, im zentralen Nervensystem, im Darm- und Lymphsystem, in den Lungen und im Herz-Kreislauf-System. Das sind auch die Gebiete, in denen das Virus sich besonders auch stark auswirkt. Schauen wir uns an, wir haben gesehen, die wesentliche Cannabinoid-Wirkung, besonders bei Covid-19, ist die Entzündungshemmung. Diese Wirkung ist auf die Rezeptoren zurückzuführen, besonders CB2 und CB1-System auf die Zellen im Immunsystem. Hier sehen Sie mehrere Leukozyten und andere Zellen im Immunsystem. Und hier sehen Sie die dafür verantwortlichen CB1 und CB2-Rezeptoren, wenn die aktiviert werden, wie zum Beispiel bei THC, synthetischen THC, bei den Endokannabinoiden, beim chemischen THC, verringern diese Wirkstoffe, dass Entzündungszellen in Umlauf kommen, sich bilden, also die IL-10, FDNFR, und somit wirken sie entzündungshemmend. Diese entzündungshemmende Wirkung auf die Zellen wurde in vitro belegt. Hier sehen Sie Zellen, mehrere Zellen, die behandelt wurden mit Cannabinoid-ähnlichen Medikamenten behandelt worden. Und hier sehen Sie, wie die Entzündungsmediatoren verringert werden. Also das sind in vitro, also Laborversuche an sogenannten Knockout-Tieren, in denen die CD1 und CD1-Rezeptoren genetisch eliminiert wurden. Also wenn es diese Rezeptoren nicht gibt, was geschieht dann im Entzündungsfall? Die Symptome werden schlimmer. Es zeigt sich also, wie wichtig diese Rezeptoren sind, um die Entzündung unter Kontrolle zu halten. Die CD1 und CD1-Rezeptoren
wurden. Auch für akute Stresssymptome. Mehrere Untersuchungen haben den Beweis dafür erbracht. Das war noch vor der Corona-Epidemie. Wir haben also Arzt eingeführt in Labortiere. Und dann in diesen Tieren wurde gesehen, dass es zu zahlreichen Lungenschäden kam. Das Immunsystem wurde hyperaktiv und es kam zu starken Entzündungen. Aber wenn wir diese Tiere mit THC behandelt wurden, dann wurden die Lungenschäden abgeschwächt und die Entzündung auch. Und vor allem konnten viel mehr dieser Tiere überleben. Und letztlich haben die Forscher eine Technik angewandt, die Fecal Transplantation ist in den letzten Jahren ziemlich verbreitet geworden. Haben Bakterien im Kot dieser Tiere mit THC aufgefunden, die mit THC behandelt wurden und sie dann in Tiere eingesetzt mit akutem Atemstress. Und auch in diesem Fall haben wir gesehen, dass Lungenschäden und Entzündungen abgeschwächt wurden. Diese Untersuchung belegt, dass THC auf die CD1, CD2 Mediatoren wirkt und somit den akuten Atemstress-Symptome verringert und somit auch mit unseren Mikrobioten interagiert mit den Bakterien, die im Allgemeinen in unseren Organismus angesiedelt sind, die uns helfen, Speisen zu verdauen und auch zahlreichen Krankheiten vorzubeugen. Das ist eine wirklich sehr interessante Studie und das würde ich empfehlen, festzustellen, sicherzustellen, diese THC-Auswirkungen auch im menschlichen Körper stattfinden. Dazu wären auch Studien, Untersuchungen am menschlichen Körper vorgelegt, was nicht einfach ist. Die Gründe erklärt einer der Autoren, Professor Nagakati, einer der wichtigsten Cannabis-Fachleute weltweit. Er sagte gerade, dass obwohl die Ergebnisse der präklinischen Untersuchungen sehr vielversprechend waren, sind die klinischen Untersuchungen an sich an Menschen mit Cannabinoiden, vor allen Dingen besonders mit THC, da gibt es nicht viel davon, weil diese Wirkstoffe nach wie vor als Rauschmittel eingestuft sind. Und es fällt also schwer, hier Untersuchungen am menschlichen Körper durchführen zu können. Nicht nur den CB1 und CB2-Rezeptoren, die eben für die Entzündung und Hemmung verantwortlich sind, wir können es auch bei CBD sehen. CBD interagiert sehr schwach mit den CB1 und CB2-Rezeptoren. Aber dafür mit den CBR55 und wirkt somit ebenfalls entzündungshemmend, interagiert auch mit den 5-HT, also der Serotoninhaushalt. Auch in diesem Falle kommt es zur Entzündungshemmung, interagiert mit dem 2-HT und wirkt entzündungshemmend und auch in diesem Falle verhindert das Enzym, dieses Enzym, das wir erhalten sind. Und in diesem Falle auch wird die Biodisponibilität erhöht und die somit auf die CB1 und CB1-Rezeptoren wirken können und eben wieder entzündungshemmend wirken werden. Und verhindert auch das NT1, führt dazu mehr Andesazin, das ebenso auf die Rezeption A2A wirkt und somit entzündungshemmend wirkt. Und endlich das CBD interagiert nicht nur mit diesen Rezeptoren, also mit den Zellmembrane, sondern auch mit dem PPAR-R-Gamma. Und zum Beispiel an der Nuklearmembran in der Zelle. Sobald die mal aktiviert sind, werden diese Rezeptoren sozusagen in gewisser Weise internalisiert und führen, dass Proteine zum Ausdruck kommen, erzeugt werden und dies am Ende sowohl entzündungshelfend wie als Antioxidantien wirken. Auch beim CBD sind diese Wirkungen in vitro an den Zellen belegt worden, jetzt ohne ins Detail zu gehen. Sowohl das CBD peripherischer wie auch in zentraler Ebene über die Wechselwirkung mit und führt es zu Zytosinveränderungen. Als Antioxidantien und das alles führt dazu, dass die Entzündung gehemmt wird.
Auch bei CBD wurden zahlreiche Laborversuche durchgeführt an Labortieren. Und das sind einige der Ergebnisse. Ich wollte jetzt auf diese beiden Studien herausgreifen. Da wurden die Tiere mit LTS behandelt, das gramnegative Bakterien. Und diese Entzündung wurde durch die Behandlung mit CBD praktisch geheilt. Das führt dazu, dass sehr viele Entzündungsmediatoren verringert wurden. Also die entzündungshemmende Wirkung auch durch CBD ist somit belegt. Auch das CBD, wie THC, ist sehr wirksam in der ARNS-Behandlung. Das ist eine kürzliche eine Arbeit aus der Untersuchung aus 2010. Und dort haben die Forscher die Tiere mit Polyzyl behandelt. Das ist wie im Coronavirus sehr ähnlich und hat dazu geführt, dass die Sauerstoffsättigung verringert wurde. Das Problem wurde mit der CBD-Behandlung gelöst. Und das Grün-CBD hat die richtige Sauerstoffsättigung, die Sauerstoffsättigungspegel wiederhergestellt. Und somit sind auch die Gehirnschäden verringert worden. Und die Forscher haben letztlich auch gesehen, dass CBD dazu führt, dass T-Lymphozyten aber im Blut erhöht sind und Interleukina 6 weniger ausgeschüttet werden in den Lungen. Und das kann sehr nützlich sein, selbst für ihn, wie wir gesehen haben, beim Coronavirus auch. Auch diese T-Lymphozyten, weil beim Coronavirus-Fall hat man Sinn, dass die weniger Lymphozyten im Umlauf sind im Körper. Also THC und CBD sind sehr nützlich als entzündungshemmende Medikamente und wirken auch gegen Angstzustände. Aber es sind nicht die einzigen Cannabinoiden oder Cannabis-Bestandteile, die entzündungshemmend wirken. Also diese Wirkung wurde auch beim Beta-Körper für den bei Nocen und Limonen festgestellt und auch in anderen Cannabinoiden wie Cannabidiolsäure und Cannabichromen. Und diese belegt, wie vielschichtig diese Pflanze ist, wie diese Cannabis-Bestandteile zusammenwirken in der sogenannten Entourage-Wirkung, also Gesamtwirkung des im Entzündungsfall. Bislang haben wir also die Voraussetzungen gesehen dafür, dass sowohl Cannabis wie Cannabinoiden nützlich sein könnten bei Covid-Behandlungen, eben dank ihrer Entzündungshemmung und ihrer Wirkung gegen akute Atemstresszustände. Und jetzt sehen wir uns die spezifischen Studien am Coronavirus an. In diesem Bild, da sehen wir, wie der Coronavirus sich zu unseren Zellen verschafft. Also Coronavirus hängt sich an diese Rezeptoren und dank dieses Proteins hier, MRSS2, wird das Virus praktisch eingeschlossen in die Zelle, reproduziert sich, zerstört die Zelle und auf diese Art und Weise verbreitet sich das Virus im Körper. In dieser Arbeit aus dem November 2020 wurde gesehen, dass wenn man künstliche Lungenzellen mit Cannabis mit viel CBD behandelt, dann werden AC2-Rezeptoren verringert. Diese grünen Balken hier zeigen an, dass die Ausschüttung hier etwas sehr viel weniger dieser Zellen ausgeschüttet und sowohl bei den AC2-Rezeptoren, aber auch bei MRSS2. In diesem Falle, also nicht alle Extrakte können diese Wirkung herführen, aber es könnte sehr nützlich sein bei Covid-19, denn hier die Ausschüttung verringern bedeutet, dass das Virus weniger Anknüpfungspunkte in unseren Zellen findet und somit kann es Ansteckung oder Infektionen verhindern. Das ist eine
Diskussion ist, stammt aus dem 2. März des laufenden Jahres, also sehr, sehr jung, dass auch die Enzyme, die Ansteckung verhindert werden kann. Das haben die Forscher gemacht. Sie haben ein Terpenextrakt, hier sehen Sie die verschiedenen Konzentrationspegel, CBD in den verschiedenen Pegeln, und sich angesehen, was geschieht in den Zellen, die mit einem Coronavirus behandelt wurden, der dem Coronavirus 2 sehr ähnlich ist. Hier sehen Sie, Virusinfektion, haben erstmal die Zellen mit dem Virus infiziert und dann gesehen, dass die Zellen, das Zellüberlebensfähigkeit stark eingeschränkt wird, aber nach der Behandlung mit C wird die Überlebensfähigkeit stark erhöht und man sieht, dass die Terpenextrakt wurde zusätzlich zum PCBD genutzt. Hier sehen Sie die Auswirkungen auf die Zellen, hier sind die Kontrollzellen, hier sehen Sie die Zellen, die mit Coronavirus behandelt worden sind. Das sind also sehr weniger und stärker beschädigt. Und hier sehen Sie die Zellen, die mit Terpen, sowie auch die Zellen, die mit Terpen C plus CBD behandelt wurden, die sind praktisch unversehrt, also sind sehr ähnlich den Zellen im Kontrollkoaler. Und wenn man die Zellen zuerst mit dem Virus und dann mit diesen Extrakten behandelt, wie auch umgekehrt funktioniert, das heißt, es ist hier geschehen, man hat hier die Zellen erst mit dem CBD-Extrakt behandelt und dann die Zellen infiziert. Und in diesem Fall hat man gesehen, dass besonders die Kombination zwischen Terpen und CBD-Extrakten vor der Virusinfektion schützt. Und dann gibt es noch diese Arbeit, die ist noch jünger, wurde am 10. März veröffentlicht. Das ist ein Vorausdruck, wurde also noch nicht einmal veröffentlicht an der Universität Chicago. Was haben die Leute da, die Forscher da gemacht? Sie haben gesehen, dass wenn man die Zellen, die Lungenzellen mit CBD behandelt, verringert sich der Anteil von Zellen mit dem Spike-Protein, wenn das geschieht. Wenn das Virus in die Zelle kommt, repliziert sich, vervielfältigt sich das Virus und schüttet dann das Spike-Protein aus der Zelle heraus und beschleunigt die Infektion. Sehen Sie diese rote Kurve mit zunehmender CBD-Konzentration? Wird die Anzahl der Zellen verringert mit Spike-Zellen. Also die Infektion wird verringert. Das hat man gesehen, das ist reines CBD, wie auch mit verschiedenen Cannabis-Extrakten mit hohem CBD-Anteil. Die Forscher haben dann auch experimentiert mit anderen Cannabinoiden und versucht zu verschieden, also mit THC-Cannabinoide, Cannabisäure und haben gesehen, dass die 1,10 Cannabidiol und 7 Cannabidiolhydroxide, die diese Wirkung auf den Cannabidiol, was ist das? Wenn wir Cannabidiol aufnehmen, wird der Stoff in unserem Organismus umgewandelt über einige Enzyme in Cannabidiolhydroxide und auch in der Behandlung, in einigen Fällen, besonders bei Epilepsie, verursacht CBD positive Wirkungen auch in diesem Fall, wird der Anteil der infizierten Zellen stark verringert. Die Forscher haben sich dann die Frage nach den Gründen gefragt und gesehen, dass CBD zum Beispiel nicht die Ausschüttung der AAC2-Zellen verringert, wie wir das vorher gesehen haben, sondern auch die verringert auch die Möglichkeit, dass das Virus in die Zelle eindringt, was wir gesehen haben. Das scheint, dass das CBD macht, dass mit dem Mechanismus interagiert, die in der Zelle stattfinden und unsere Zellen schützen. Es scheint, dass CBD dazu führt, dass mehr Interferon Alpha erzeugt wird. Das ist der wichtigste Antivirus-Mediator in unseren Zellen. Auf diese Weise wird die Zellfähigkeit erhöht, das Coronavirus zu besiegen und somit wird die Zellinfektion verhindert. Die Forscher an der Universität Chicago haben noch weiter gearbeitet und Beobachtungen an Menschen durchgeführt. Und das ist das vielleicht das Interessanteste vom heutigen Abend. Was haben diese Forscher da gemacht? Sie haben eingeschätzt, oder alle also Menschen beobachtet, die den Covid-Test durchgeführt haben an der Universität Chicago, gesehen, dass von etwa
fast 94.000 Menschen, 6% positiv waren. Das entspricht dem weltweiten Durchschnitt. Dazu die, nie Cannabinoiden benutzt waren, da waren 10% positiv, aber 400, die Cannabinoide aufgenommen hatten, dort war der Ansteckungsanteil 6%. Das heißt, geringer als die, die keine Cannabinoiden genutzt hatten. Dann haben die vor weiter untersucht und gesehen, dass von diesen 400, die begonnen hatten, die Behandlung begonnen hatten nach Covid-19, dort war 80% positiv, oder die Behandlung mit Cannabinoiden schon vor Covid-19 begonnen hatten, dort war nur 5% mehr positiv. Und davon haben die Forscher gesehen, dass die andere Cannabinoide, nicht CBD, sondern andere Cannabinoiden nutzen, die zum Beispiel genutzt werden, um chronische Schmerzen zur Behandlung, Bluthochdruck, Stress, Angstzustände, also die kein CBD nutzen, sondern andere Cannabinoiden, bei denen waren 7% positiv, während die CBD behandelt wurden, da war nur 1% Infektionsrisiko übergeblieben. Das ist eine wirklich wichtige Zahl. Und schließlich haben die Forscher dann, um diese Zahl bestätigen zu können, haben sie diese Bevölkerungsausschnitt verglichen mit einer ähnlichen. Also es könnte ja sein, dass von diesen 5 CBD-Nutzern könnte es sein, dass die Bevölkerung schon weniger empfindlich war. Es könnten junge Leute gewesen sein, fitte Leute ohne Vorerkrankungen, sportliche Menschen und so weiter, also die weniger gefährdet werden. Sie haben also diese 5 Vergleich mit einer Vergleichsweise 82 Epidiolex, also rein CBD-Form, mit einer ähnlichen Bevölkerungsgruppe verglichen, haben gesehen, wenn unter diesen es zum Beispiel einen weißen, jungen, 25-jährigen Mann gab, also der bestimmten Gesellschaftsgruppe, haben die mit einem ähnlichen 25-jährigen Weißen als vergleichbarer sozialer Gruppe verglichen und haben festgestellt, in der Bevölkerungsgruppe, die kein CBD nutzte, war die Ansteckungsrate etwa gleich hoch, etwa 12%, während bei den CBD-Nutzern, reinen CBD-Nutzern, blieb die Ansteckungsgefahr bei oder die Positivitätsrate bei 1%. Das ist eine wirklich wichtige Zahl, denn es würde den Umstand bestätigen, dass CBD tatsächlich vorbeugend wirken könnte gegen die Covid-Ansteckung. Und das würde auch bestätigen, was die Forscher, wie wir es vorher gesehen haben, auch auf Zellebene festgestellt haben. Selbst muss man hier vorsichtig sein mit solchen Beobachtungen, mit solchen Daten. Die Forscher haben Bevölkerung beobachtet, sie nicht behandelt. Grund für diese Vorsicht erklären uns die Autoren selbst noch einmal mehr. Und sie sagen, dass wir klinische Untersuchungen durchführen mit Placebo-Wirkstoffen, mit CBD-Rezeptoren, mit charakterisierten Ausformungen, um festzustellen, welche Rolle CBD spielt, um SARS-CoV-2-Ansteckungen vorzubeugen. Auch in diesem Falle besteht die Notwendigkeit, dass klinische Untersuchungen zur Bestätigung durchgeführt werden. Schauen wir uns jetzt diese klinischen Studien an, die derzeit laufen mit Cannabinoiden und Covid. ClinicalTrials.com ist die Quelle. Dort wurden auch schon klinische Untersuchungen durchgeführt. Sie sehen hier zum Beispiel diese Untersuchungen. Wurde in Israel durchgeführt mit Cannabidiolen bei Patienten mit Covid-19-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es sind 422 Menschen nahmen teil und September 2021 ist vorgesehen, dass die Untersuchung abgeschlossen wird. Ebenso in Israel Patienten mit schweren Lungenschäden
und durch Covid-19. Und man hat 1440, das sind etwa 20 von meiner Wahl, dann haben sie aufgehört, denn in Israel, dank wahrscheinlich auch der Massenimpfungen, gab es dann eigentlich keine mit Covid-19 angesteckte Patienten in diesem Krankenhaus. Also die Untersuchung war festgefahren und die warten jetzt auf zusätzliche Patienten. Dann gibt es diese Untersuchungen in Brasilien, Cannabidiol für Covid-19-Patienten mit leichten bis bescheidenen Symptomen, hat noch nicht begonnen, die Untersuchung. Dann diese groß angelegte Untersuchung in den USA begann im Jahr 2018 schon und sieht vor, Cannabis und Cannabinoiden nachzusehen, wie wirksam die verschiedene, mehrere Krankheiten, Epilepsie, Angstzustände, Stress, neurogenerative Erkrankungen und so weiter, also alles Mögliche. Und man versucht festzustellen, wie wirksam Cannabis sein kann. Als die Pandemie ausgebrochen war, hat man diese Untersuchung auch erweitert, um Cannabis also nach Covid-19 nachvollziehen zu können. Es sind etwa 200.000 Teilnehmer vorgesehen. Vorgesehen ist das Ende, der Abschluss im Dezember 2025, also für die gesamte Untersuchung. Wahrscheinlich stehen die Ergebnisse für Cannabis und Covid sehr viel früher zur Verfügung. Stehen eine weitere Untersuchung mit einem chemischen Cannabinoiden. Warte gerade auf die Zulassung und am Ende noch diese Untersuchung. Hier wird das BEA untersucht, diese Endokannabinoiden, von der ich vorher schon gesprochen habe, mit starker entzündungshemmender Wirkung. Das BEA, das wäre das Normast, wurde schon erfolgreich genutzt beim ersten Lockdown im Krankenhaus Aretino in Kampanien. Man hat gesehen, dass es schon Covid-19 bei vielen Patienten unter Kontrolle zu halten. Und hat dann dazu geführt, dass diese klinische Untersuchung an etwa 40 Patienten durchgeführt werden. Von dem Zusammenarbeit mit der Epitech, das BEA herstellt, und das Krankenhaus Sant'Andrea in Rom. Das Endabschluss bis 4. November 2021 vorgesehen. Also nach diesem Überblick über die möglichen Wirkungen durch Cannabis und Cannabinoiden und die präklinischen, klinischen Untersuchungen können wir schlussfolgern. Wir haben gesehen, dass in den präklinischen Untersuchungen und in den Beobachtungen zufolge in Cannabis und Cannabinoiden und besonders CBD haben starkes Potenzial gezeigt, sowohl für die Vorbeugung, also für die Zytokine, also die Entzündung, die starke Entzündung im Immunsystem, sowie auch die Covid-19-Entzündung, aber auch alle Fälle sind das potenziell sehr positive Daten, aber die richtige Dosierung, die Extrakte unter verschiedenen Formen sind noch nicht ausreichend definiert. Es ist noch nicht festgelegt worden, was der richtige Zeitpunkt ist, um diese Wirkstoffe anwenden zu können, also in welcher Krankheitsphase sich empfiehlt einzuwirken. Das ist sehr wichtig, denn andernfalls besteht das Risiko, dass man mehr Schäden als anrichtet, als Wirkung verursacht. Und in Erwartung so weitere klinische Untersuchungen, obwohl da wirklich sehr vielversprechende Daten fehlen, noch die Daten, damit wir wirklich Cannabis und Cannabinoide als Behandlungsformen gegen Cannabis-19 empfehlen zu können. Vor dem Abschluss noch eine neurologische Probleme zusammen mit Covid-19. Diese Untersuchung wurde im Jahr 2020 von ANSET veröffentlicht und belegt, dass bei Covid-Patienten mit klinischen Symptomen wurden neurologische Probleme festgestellt, Enzephalitis, Myelitis, Enzephalopathien und andere Symptome, neurologische Symptome. Und in diesem Fall könnte Cannabis tatsächlich wirksam sein, denn die neuroschützenden Wirkungen sind schon seit geraumer Zeit bekannt, noch aus der Zeit vor Covid. Und Cannabis könnte genutzt werden, um diese Störungen zu behandeln. Und die Cannabis-Wirkungen sind besonders die Glutamathemmer, entzündungshemmende Wirkung zurückzuführen sein auf die Wirkung als Antioxidantien. Umstand, dass die
die Blutenzephalbarriere unversehrt bleibt und die Zelltätigkeit gestört wird. Außerdem schafft er auch den Bereich einzugrenzen, bei einem Ictusfall etwa, und regelt zum Beispiel Apoptosis und Autophagie, also die Neuroschutzeffekte sind schon bekannt und könnten auch genutzt werden bei neurologischen Problemen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und schließlich, Coronavirus, wie wir wissen, hat zu Abstand, Lockdown geführt, wir sind gezwungen zu Hause, zu lange Zeit zu Hause. Aber das alles hat sich auf die Gesundheit ausgewirkt. Eine Untersuchung in den USA und in Kanada an 632 Probanden hat gezeigt, dass 60% der Teilnehmer erklärten, mehr an erhöhtem Stress zu leiden, 30 mehr Angstzustände und weitere 30 litten an Depressionen. Eine weitere Untersuchung an 5.500 Probanden in den USA hat belegt, dass Arbeitskräfte, die wesentlichen, also die nicht aufgehört zu arbeiten im Lockdown, 42% von ihnen zeigten Depressionen und Angstsymptome, vielleicht zu den 30% nicht existiert als wesentlich eingestuften Arbeitskräfte, und 25% haben verbotene Substanzen genutzt im Vergleich zu 11% bei den nicht wesentlichen Arbeitskräften. Das ist wirklich Besorgniserregend und traurig. 22% der wesentlichen Arbeitskräfte haben wirklich ernstlich an Selbstmord gedacht, im Vergleich zu nur 8% bei den nicht wesentlichen Arbeitskräften. Und ihr seht also, die Pandemie wirkt sich auch wesentlich auf die geistige Gesundheit aus. Vor allem Stress, Angst und Depression bilden sich. Und auch in diesem Fall könnte Cannabis tatsächlich sehr nützlich sein. Die Auswirkungen gegen Stress, Depression und so weiter sind schon seit geraumer Zeit belegt über klinische, präklinische Untersuchungen. Jetzt zeige ich nur diese Untersuchung aus dem Jahr 2020. 670 Menschen wurden 2300 Cannabis-Versuchen ausgesetzt und überwacht über die Relief App oder ein Programm. Und hier gaben sie ein, wann Wirkstoff verabreicht, wie viel, welche Art, wie lange die Wirkung anhielt. Und um welche Wirkung es sich handelt, das hat man gesehen, sowohl THC wie CBD wirken sich wesentlich gegen Angst und Stress und Hyperaktivität aus und belegt also, dass Cannabis gegen Stress und Depression tatsächlich wirkt. Und auch diese weitere Untersuchung belegt es ebenso. Man hat gesehen, dass bei den Patienten, die vorher schon mit Cannabis vor der Pandemie genutzt hatten, die Cannabis gegen geistige Probleme nutzten, da waren 91% mehr beim Cannabis genutzt. Und der Grund war dafür, das haben auch die Autoren erklärt, dass während der Pandemie ist der Zugang zu normalen Medikamenten wie Antidepressiva und Ähnlichem war schwieriger. Unter verschiedenen Einschränkungen in der Gesellschaft mit dem Lockdown, Bewegungsverbot, also haben sich die Patienten, Cannabis genutzt, um ihre Stress- und Depressionsprobleme zu behandeln und konnten damit diese Symptome unter Kontrolle halten. Und jetzt sind wir schon beim Abschluss und wir können sagen, Cannabis und Cannabinoiden könnten eine wesentliche Rolle spielen im Kampf gegen Coronavirus-Symptome. Denn alle bislang durchgeführten Untersuchungen belegen das. So besonders CBD, Cannabidiol, scheint sehr nützlich zu sein, um die Zytokinsturm zu reduzieren und verhindert auch, dass das SARS-CoV-2-Virus sich also praktisch sich revolutioniert, aber für
abschließende Schlussfolgerung muss man erst noch weitere klinische Studien warten, auch breit angelegt auf so eine Bevölkerung, bevor man sagen kann, dass Cannabis und Cannabigin tatsächlich wirksam gegen Covid-19 sein können. Weiters haben wir gesehen, dass Cannabis, insbesondere THC und CBD, das Neurosystem schützen könnten und könnten in diesem Falle bei neurologischen Schäden tatsächlich zum Einsatz kommen in Covid-19-Fällen und schließlich dann Angst, Stress und Depression, die durch die Einschränkungen und Lockdown verursacht werden, diese Symptome könnten verbessert werden durch therapeutischen Einsatz. In diesem Fall noch die letzten zwei Worte zum Abschluss aus dem, was wir gesehen haben. Die Forschung sowohl im Cannabis-Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen ist wirklich wesentlich und es wäre also wirklich zu empfehlen, dass Forschung weiter und besser finanziert wird. Und in diesem Fall bei Cannabis würde ich empfehlen, dass diese Wirkstoffe, Cannabis und THC, also praktisch aus der Liste der verbotenen Stoffe gestrichen würden, damit auch die Patienten leichter den Wirkstoff beschaffen könnten für die Behandlung, die wir gesehen haben. Sind diese Wirkstoffe auf jeden Fall nützlich für viele Krankheiten, ohnehin schon, sind aber auch nützlich, um indirekte Symptome behandeln zu können, also Stress, Angstzustände und Depression. Und also noch einmal, es würde wirklich notwendig sein, dass die Gesetzgebung zusammen mit Cannabis auch in Italien überarbeitet würde. Ich habe damit abgeschlossen und bedanke mich bei Ihnen allen für die Teilnahme und die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Dr. Turco. Schließen Sie jetzt bitte die Projektion. Sie waren sehr klar in Ihren Ausführungen und ja, also wirklich auch Komplimente für die wunderbare grafische Aufarbeitung. Nicht immer haben wir es mit der hochwertigen Vorstellungen zu tun. Bevor ich jetzt das Wort an Dr. Pettini weitergebe, der mittlerweile zu uns gestoßen ist, möchte ich Gelegenheit wahrnehmen, um ein paar technische Anmerkungen anzubringen. Wenn Sie Einwände, Fragen, Empfehlungen, irgendetwas mitteilen möchten, schreibt das bitte in die Chat, also alle Teilnehmer sind gebeten, über Chat mit uns Kontakt aufzunehmen. Die Janine beschäftigt sich mit dem Chat und mit den Facebook-Postings. Denn wir sind an zwei Facebook-Seiten. Aber vorrei anche aggiungere che abbiamo. Anhören möchte, kann unten rechts auf den kleinen Globus klicken und unten Deutsch anklicken. Herzlichen Dank an David Casagranda für die mühsame und schwierige Übersetzungsarbeit in diesem sehr technischen, spezifischen Bereich. Und dann möchte ich noch daran erinnern, dass die Möglichkeit besteht, für alle, die über Zoom teilnehmen, sie können entweder den Sprecher, die Sprecherin als Vollbild wählen. Oben rechts ist dann rechts eine kleine Ikone, Ansicht. Und da könnt ihr einstellen, ob ihr Sprecher, Sprecherin in Großaufnahme sehen wollt oder ob ihr eben die Fensterchen mit den anderen Teilnehmern auch sehen wollt. Jetzt gebe ich das Wort zu Dr. Pettini, der, wie gesagt, mittlerweile zu uns gestoßen ist. Ich möchte noch ihn kurz einführen, aber jetzt bitten wir ihn, einige Überlegungen vielleicht anzustellen. Er hat ja Dr. Turco zum einen Gutteil mitverfolgt und kann sich damit auch auf das beziehen, was Dr. Turco gesagt hat. Bitte schön, Dr. Pettini. Dankeschön. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern, vor allen Dingen dort bei Dr. Turco für das wunderbare Referat. Ich bitte nochmal um Entschuldigung für die Verspätung. Ich konnte nicht aus dem OP und deshalb nicht ganz möglich kommen. Aber sobald es möglich war, habe ich mich eingeklinkt und habe noch einen Gutteil mit anhören können. Also wirklich sehr schönes Referat. Mir sind dann auch ein paar Punkte klarer geworden. Auch ich hatte ja noch Zweifel, denn da ich ja nicht ein Biochemiker, kein Pharmakologe, kein Covid-Fachmensch bin. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Schmerztherapie und es gab da bei mir
Lücken. Es gibt sie zweifelsohne nach wie vor, aber jetzt schon mal ein paar weniger. Und das ist ja auch der Sinn derartiger Veranstaltungen, wie der Carnegie Social Club in Bozen hier umsetzt, durchführt, damit nicht nur meine Lücken gefüllt werden, sondern auch die anderer Menschen, die gerne sich vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen möchten. Dieser Abend war so die Einführung, irgendwie der Eisbrecher mit einem ganz besonders schwierigen Thema, wenn wir so wollen, denn seit einem Jahr leider scheint es, dass es ja nichts anderes mehr gäbe auf der Welt als Covid. Leider wissen wir, dass das keineswegs stimmt. Es gibt noch viele andere Krankheiten, die leider so in den Hintergrund gerückt sind und im Vordergrund steht eben der Versuch, das Coronavirus unter Kontrolle zu halten. Wie gesagt, seit einem Jahr mittlerweile schon. Und also umso wertvoller sind derartige Veranstaltungen, um festzustellen, welche Rolle Cannabis spielen kann. Unter verschiedenen Gesichtspunkten, wie es eine vollwertige entzündungshemmende Wirkung hauptsächlich. Ja, im Wesentlichen, aber hauptsächlich auf jeden Fall bei Coronavirus-Ansteckungen oder und Covid-19-Erkrankungen ohne jetzt den komplizierten Mechanismus als achtzulassen, als Vorbeugung, wie Frau Dr. Turk uns erklärt hat, an dieser Stelle gäbe es sehr viel zu sagen. Ich weiß fast nichts über Biochemie, beschäftige mich mehr mit Klinik und Schmerztherapie, also weiß ich nicht, ob ich noch etwas vertiefen sollte, was Dr. Turco gesagt hat. Ich hätte jetzt keine weiteren Fragen mehr. Für mich wäre es sehr erschöpfend. Vielleicht gibt es ja auch schon Fragen aus dem Publikum. Nein, das machen wir später. Jetzt kommt erst noch die Podiumsdiskussion, die Fachleute. Peter wollte noch was sagen. Bitte schön. Vielleicht würde es sich empfehlen, das Wort an einen Fachmann zu richten, an Dr. Christian Wendt, einen Covid-Fachmann, der ja in der Geriatrie tätig ist. Gehört ja zu den sogenannten Covid-Abteilungen und ich würde auch gerne hören, wie das funktioniert, was die dort machen, welche Medikamente sie einsetzen. Ich würde auch gerne hören, ob ja, wir haben ja von der Möglichkeit gehört, Cannabis zu nutzen. Aber welche anderen Medikamente gibt es und wie wirken sie? Bevor ich das Wort an Dr. Winter weitergebe, möchte ich nur das Podium vorstellen. Bei uns ist Dr. Aldo Leonardo Lerpi, Hausarzt in Bozen, Dr. Markus Feicht, den sehe ich jetzt nicht hier. Ah ja, da ist er jetzt. Dass ich sehe, Biostatistiker, der die derzeitige Entwicklung aufmerksam mitverfolgt. Auch in diesem Zusammenhang ist er wissenschaftlich breit angelegt und kann einen wertvollen Beitrag leisten. Dann haben wir Dr. Wendt bei uns. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also in der Galerie, wie ich sie mir dargestellt habe, sehe ich jetzt sonst niemanden, also gebe ich das Wort an Dr. Wendt. Der kommt ja direkt vom täglichen Kampf. Also, und ich würde gerne hören, ob auch für ihn das Problem mit den Cannabinoiden oder sie interessant sein könnten für ihn und ob er derzeit schon Anwendungsmöglichkeiten sieht. Erstmal Komplimente an die Veranstalter, vor allen Dingen auch Dankeschön für den Mut, es gestattet zu haben, dieses Thema in Zusammenhang mit Cannabis zu bringen. Das ist jetzt nicht bislang ein Thema, das allgemein diskutiert worden wäre bis heute.
Glückwünsche, Dr. Drucker, für diese wirklich meisterliche Vorstellung. Ich muss ein wenig relativieren. Covidologe als Notwendigkeit. Also ich beschäftige mich mit Altenmedizin und seit 13 Monaten machen wir das als Vollzeitarbeit. Wir betreuen diese Patienten als ein Arzt an der Front, ein klinischer Arzt. Aber wir verfolgen auch mit großer Neugier all das, was mit Covid in irgendeiner Form zu tun hat. Gestatten, ich würde mir eine allgemeine Überlegung voranzustellen und dann, wenn noch Zeit bleibt, vielleicht ein paar Hinweise auf die klinische Bedeutung dessen, was Dr. Turco uns vorgegeben hat. Ich finde es ausgesprochen faszinierend, dass in diesem Feld Cannabis, da Covid ja erst seit kurzer Zeit bekannt ist, hat Cannabis das volle Recht, wie andere aktive Wirkstoffe sich anzubinden. Es gibt ja keine, für Covid versucht man jetzt gerade bekannte Medikamente. Und Cannabis, denke ich, die Daten, die Sie Dr. Drucker vorgestellt haben, haben uns ja gezeigt, dass auf allen Ebenen, auf der Versuchsebene im Labor, und die in vitro Versuche an Tieren, aber mittlerweile auch immer mehr, gibt es immer mehr klinische Daten auch an Menschen und Cannabis. Ist jetzt keineswegs weniger bedeutend wie Chloroquin, Remdesivir oder andere herkömmliche Medikamente. Und ich denke wirklich, das Cannabis da wirklich auch auf Augenhöhe mitmachen kann. Und wir müssen da wirklich versuchen, das technische Niveau zu halten in der Diskussion, ebenso wie in der Forschung. Im klinischen Sinne glaube ich, dass Cannabis alle anderen Probleme hat, wie alle anderen Moleküle auch. Und Dr. Turk hat auf eine Wirkung aufmerksam gemacht, auf etwas Wesentliches, wenn wir an die klinische Anwendung denken. Das ist die Zeitfrage. Wir haben in den Medien, in ganz Italien, in der öffentlichen Meinung letztlich auch diese Diskussion mitverfolgt. Also wann ist der richtige Zeitpunkt, um Steroiden einzusetzen bei Covid-Patienten und haben gehört, dass Cortison, wenn es zu früh eingesetzt wird, Schäden verursacht, den Patienten Risiken aussetzt. Und ich denke, da gibt es Analogien zum Cannabis auch. Soweit es mir scheint, die vielversprechendste Hypothese ist diese Wirkung am sogenannten Zytokinsturm. Also ich würde nicht so sehr eher von Entzündungshemmung, sondern von modulierender Entzündungswirkung sprechen. Könnten Sie vielleicht diesen Sturm etwas genauer erklären, auch für Nichtfachleute, um so einen allgemein verständlichen Rahmen zu schaffen? Ja, ich denke gerade an die Leute, die jetzt nicht im engsten Sinn Fachleute sind. Wir müssen berücksichtigen, dass die Zytokine normalerweise zu einer Immunreaktion gehören, zu einer gesunden Immunreaktion gehören. Also in einer milden, anfänglichen Infektionsphase sind die Zytokine ein Aspekt, der den Patienten schützt, eher also in der Anfangsphase zumindest. Auf der anderen Seite aber, wenn die Infektion schlimm bzw. sehr schlimm wird, kann unser Körper irgendwann zu viele Zytokine ausschütten.
und somit einen Pegel schaffen, einen gefährlichen Infektionspegel zulassen und klinisch Sinne ist das dann diese kritische Phase, die ARDS, dieses Syndrom, in dem es zu akuten Atembeschwerden kommt. Schon seit letzten März, bei den ersten Fällen, die wir beobachtet hatten, haben ein wenig alle berichtet, dass in dieser Situation die Patienten klinisch einigermaßen stabil bleiben. Und wenn die Situation dann aber abstürzt, dann geschieht das in sehr, sehr wenigen Stunden. Und die Erklärung wahrscheinlich findet sich in dieser Hyperreaktion mit den Entzündungen. Und im klinischen Sinne kann ich euch sagen, von Patienten, die vielleicht noch Zeitung lesen, mit dem Handy in Kontakt mit ihren Angehörigen sind und wenige Stunden später müssen sie intubiert und künstlich beatmet werden. Das ist so ein wenig der klinische Blick auf den Zytokinensturm. Und ich halte es für sehr vielversprechend. Also die israelische Studie halte ich für sehr vielversprechend, deren Zielgruppe Patienten mit schwerem Verlauf sind, kritische Patienten, Patienten an der Schwelle zum klinisch kritischen Zustand. Denn wenn wir an die Hypothese glauben, einer der vielversprechenden Zeitpunkte, bei denen Cannabis zum Einsatz kommen könnte, wäre, wenn die Lage schlimmer wird, wenn es kritisch wird. Es gibt eine vergleichbare Studie, auch dort, glaube ich, sind in Österreich etwa 60 Patienten auch dort. Und an denen setzen sie Intensivtherapie, Cannabis ein. Und ich denke, dass der früheste Zeitpunkt und der vielversprechende Zeitpunkt wäre gerade dieser Zugang, dieser Ansatz. Ich halte es eher für spekulativ in der ersten Phase oder sogar als Vorbeugung, wenn der Stoff einsetzt. Natürlich wäre es wünschenswert, aber es bleibt zu befürchten, dass man da mehr Schaden anrichtet als Schutz für den Patienten zu bewirken. Bitte um Entschuldigung. Das Wichtige ist, hochwertige Daten zur Verfügung zu haben, wäre das Wesentliche. Und damit kommen exponentiell die Kenntnisse in Umlauf. Und danke schön, Dr. Wender, ein weiterer Arzt, der in diesem Feld tätig ist, es Dr. Berg. Erklärt uns vielleicht Ihren Standpunkt kurz im Zusammenhang auf den möglichen Einsatz dieser Wirkstoffe, von denen wir heute sprechen. Schönen guten Abend. Erstmal bedanke ich mich bei Dr. Turco für die Vorstellung, für den Unterricht, wirklich interessant. Und auch beim Kollegen, der auch schon, wie beim Kollegen auch, bei mir hat etliche Lücken geschlossen. Ich bin ja Hausarzt und ein interessantes Aspekt ist der im Zusammenhang mit den direkten Covid-Symptomen, also auch die sozialen Symptome, die ja aus der Isolation, aus dem Lockdown ergibt, aus dem Umstand, dass Menschen auch ihre Lieben verlieren. Also es geht nicht nur darum, Covid zu behandeln, zu heilen, sondern es betrifft so ein wenig das gesamte gesellschaftliche Umfeld. Covid-Patienten sind ja nur kurz mit dem Gesundheitswesen in Kontakt, aber dann kommt die Phase danach,
die Nachbehandlung und alle anderen sollten mit den Leuten, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, keine neue Arbeit finden. Das sind alles Situationen, auf die ich tagtäglich im Ambulatorium in der Praxis stoße. Also jetzt über einen Wirkstoff, über Medikamente verfügen zu können, die auch hier auf diese Aspekte sich auswirken, wäre schon sehr interessant. Die Studie der Universität Chicago ist sicher am interessantesten in diesem Zusammenhang. Hatten Sie schon Gelegenheit, diese Wirkstoffe anzuwenden, unter welchen Bedingungen, falls ja? Und was sind so die Einschränkungen derzeit, die es verhindern, dass solche Wirkstoffe angewendet werden? An Covid-Patienten direkt nicht, nein, habe ich nicht gemacht, aber an Patienten mit Stimmungsschwankungen, Störungen und so weiter, in solchen Fällen zweifelsohne kann Cannabis behilflich sein, damit die Menschen die Dinge vielleicht weniger grau sehen. Was sehen Sie als nächste Entwicklungsschritte vor für die Anwendung, für den Einsatz dieser Wirkstoffe? Ja, das Interessanteste ist der direkte Einsatz. Als Anti-Covid-Medikament, um zu verhindern, dass die Situation noch schlimmer wird, der Patient natürlich. Und die Untersuchungen sind ja wirklich vielversprechend. Also was ich gesehen habe, war sehr ermutigend. Also nicht nur bei Covid, sondern gegen akute Atemstörungen insgesamt. Dankeschön, Dr. Werth. Ich habe gesehen, dass eine oder andere die Hand hochgehalten hat. Ich wiederhole. Falls ihr Fragen hättet, irgendwas mitteilen möchtet, schreibt es ins Chat. Ich habe gesehen, du hast die Antwort hochgehalten. Ich bitte dich, deine Frage direkt ins Chat zu schreiben. Dr. Falk beschäftigt sich mit Biostatistik. Das ist ein sehr weites Tätigkeitsfeld. Ich bin den Leuten immer neidisch, die sich mit Mathematik auskennen, eine wirklich rationale Wirtschaft. Aber sie können auch Gefühle, Wahrnehmungen und so weiter einteilen. Und ich möchte Dr. Falk fragen, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches frage. Wie könnte man derartige Wirkstoffe in eine Behandlung einbauen, als konsolidierte Mittel? Welche Schritte könnte man hier vorschlagen, wie Dr. Durkund auch sagt, also in einem formell geprägten Umfeld, wie es in das Gesundheitswesen ist. Ja, das hängt davon ab. Wir haben bei Dr. Turkos Vorstellung sehr viele Aspekte, unterschiedliche Aspekte gesehen und auch sehr viel Interessantes gehört. Jetzt für die Covid-Vorbeugung, das ist die Einführung nicht nötig. Das sind Untersuchungen, eigene Untersuchungen noch vorwürdig, wie auch schon gesagt, eine sogenannte randomisierte Untersuchung. Ich habe mir gerade auch die Daten dieser Arbeit gerade angesehen. Sehr interessant und vielversprechend, aber es besteht trotzdem die Risiko eines Systemfehlers, denn zum Beispiel in der Gruppe, warum nehmen diese Leute CBD? Sind das vielleicht Leute, die vielleicht besonders aufmerksam sind und vielleicht haben sie auf diesem Grunde nicht an Covid angesteckt. Also ich kann so etwas nicht ausschalten in der Gegenüberstellung. Also eine randomisierte Untersuchung, die dann die Leute vergleicht, die CBD nehmen mit solchen, die ein Placebo nehmen, wäre, glaube ich, das Richtige. Das wäre für die Vorbeugung. Dann für die Behandlung, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Problem ist, wir reden von Beobachtungen hier, von beobachtenden Untersuchungen. Aber auch da ist das Feld sehr weit. Ich kann auch als randomisierte Untersuchung, kann ich zum Beispiel Untersuchungen nutzen, Typ ND1, das heißt, ich eine Stichprobe einen Probanden, einen einzelnen Patienten,
und versuche systematisch, aber zeitlich lange angelegt, an dem versuche ich verschiedene Wirkstoffe oder verschiedene Konzentrationsregeln. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Problem ist, dass es mangelt ein wenig an der Grundlage. Wir haben hier einen Wald, wir haben sowas wie einen Pfad, einen Weg. Wir können darauf gehen. Wir können da das eine oder andere Schild aufstellen mit Hinweisen, aber was uns fehlt, ist der Asphaltbelag. Das heißt, wir bewegen uns derzeit noch sehr langsam. Da gibt es noch Hindernisse, Steine, an die wir stoßen. Und was mit CBD zu machen wäre, ist, was mit anderen Wirkstoffen auch schon gemacht wurde. Ihr macht das ja auch in eurem Verband, man könnte versuchen, das alles formell zu gestalten. Das heißt, auf der einen Seite zum Beispiel diese randomisierte Untersuchung zu sehen, was möglich wäre, um Covid vorzubringen. Da könnte kein Pharmaunternehmen als Sponsor wirken. Also da ist wirklich Hilfe nötig. Wer könnte da helfen? Die Patienten, Verbände wie ihr einerseits oder vielleicht auch Unterstützung über Universitäten oder durch die öffentliche Verwaltung unmöglich und nützlich. Wie gesagt, da fehlt uns noch der Straßenbelag. Und für die Therapie, für die Behandlung sieht es ähnlich aus, wie schon Herr Turco angedeutet hat. Da gibt es dann Schwierigkeiten mit bestimmten Wirkstoffen, denn wie gesagt, unter Anführungsstrichen sind sie nach wie vor als Rauschmittel eingestuft. Auf der anderen Seite sind es aber auch medizinische Wirkstoffe und da ist eigentlich einfach zusätzliche Klarheit erforderlich. Dankeschön, Dr. Falk. Könnten Sie vielleicht, möchten die Kollegen replizieren, Dr. Turco? Ja. Ja, ich möchte sagen, dass ich bin mit allen Wortmeldungen einverstanden. Besonders Dr. Wenter hat auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, den richtigen Zeitpunkt auszuwählen. Also ich habe auch wahrgenommen und verstanden, was aus seiner klinischen Erfahrung, und die Kliniker sind ja mit den Patienten direkt in Kontakt und wir haben gesehen, dass der Zeitraum zwischen schweren Lungenschäden und Atemstress, das ist aufmerksam unter Beobachtung zu halten, denn auf jeden Fall ist es notwendig, zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen. Besonders gilt das für die Wirkung im Zusammenhang mit dem Zytokinensturm. Ich bin auch einverstanden mit dem Doktor gesagt, also Cannabis-Nutzung nach der Konvulsion, also für Angstzustände, Stress, Depressionen. In vielen Fällen geschieht das schon. Das gilt vielleicht mehr für CBD wie THC, weil es sich leichter beschaffen lässt in Italien als das THC. Weiter ist das Problem, dass THC psychotrop wird jetzt nicht von allen Patienten vertragen, im Unterschied zum CBD. Aber dann zur vorbeugenden Nutzung, ja, das ist eine beobachtende Untersuchung, ist gerade auch vor ein paar Wochen erst abgeschlossen worden, und ja, also noch nicht einmal ganz abgeschlossen. Es stellt aber die Weichen für allfällige klinische Untersuchungen. Das könnte schwierig sein, aber ich wollte nur in Erinnerung rufen. Für die Untersuchungen ist es wichtig, dass Patienten Verwaltungsdruck ausüben. Aber Vidaiolex, ein Hersteller, arbeitet auch schon. Das Unternehmen könnte vielleicht daran interessiert sein, mit CBD zu arbeiten als vorbeugende Behandlung. Ja, wir benötigen klinische Untersuchungen und alles, was auf klinische Untersuchungen, Studien hinarbeitet, ist willkommen und wünschenswert. Und bei Covid hat es diesen Umstand gegeben. Das, was man schon von Cannabis wusste, stellte sich heraus, denn Covid war ein Problem, das ja das Leben vieler Patienten umgestülpt hat. Und also alles, Hauptsache es funktioniert. Und hat dazu geführt, dass Cannabis jetzt vielleicht ein wenig anders gesehen wird als früher.
und hoffen wir, dass diese Ablehnung, dieses negative Stigma abgebaut werden kann, nicht nur im Zusammenhang mit Covid, sondern auch mit anderen Krankheiten, gegen die Cannabis oder Cannabinoiden wirken könnten. Ich würde gerne einen Punkt vertiefen, das hängt vielleicht auch mit dem zusammen. Roberto Bettini hat ja die Hand gehoben, was kann ein Verband, ein Verein wie wir tun? Das ist ja aus, wir kommen ja direkt aus der Gesellschaft, um die Diskussion zu fördern und zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Peter oder Roberto, irgendjemand von euch. Was könnten wir als Gesellschaft tun, um hier die Diskussion zu fördern und eben auch Ergebnisse einzufordern? Häufig gibt es, wir haben ja auch schon verschiedenen Tagungen teilgenommen. Damit hängen ja auch nicht unwesentliche wirtschaftliche Interessen zusammen, die bestimmte Entwicklung entweder fördern oder verhindern. Aber diese Interessen können ja auch also was kann so ein Verein wie wir tun, damit wir rasch zu konkreten Ergebnissen kommen können? Denn ich meine, auch wir haben ja die Wahrheit nicht gepachtet und Wissen und bestimmte Eigenschaften, aber wie auch immer das Ergebnis aussieht, aber was können wir tun, um die Debatte zu fördern? Darf ich? Bitte schön. Was ihr jetzt macht, was wir machen, gehört zum Wichtigsten. Informieren und ausbilden. Informieren hauptsächlich, damit eben das Vorurteil um Cannabis herum abgebaut werden kann, dieses Stigma und Information. Dazu, wie wirksam dieses Mittel sein kann. Tut mir schwer, das Medikament zu bezeichnen. Medikament besteht normal aus 1, 2, höchstens 3 Moleküle und dann gibt es natürlich die Medikamentenverbindungen, auch bei Covid. Aber in der Cannabis ziehe ich vor, als Mittel zu bezeichnen, ein altes Wort. Phytokomplex wäre ein modernes Wort. Aber jedenfalls, was der Verband tun kann, fange bei der letzten Frage an. Ich hatte die Hand hochgehalten, um Christian Winter eine Frage zu stellen. Was der Verein tun kann, ist genau das, was ihr gerade jetzt tut. Information auf allen Ebenen zu fördern, Diskussion auf jeder Ebene, insbesondere in der wissenschaftlichen Szene, im Gesundheitswesen, das sind die Leute, die Interesse fördern können. Und dann, früher oder später, wenn Interesse besteht, dann kommen die Mittel von irgendwo her. Wünschenswert wäre Interesse seitens der Universitäten, vom Staat, von verschiedenen Forschungseinrichtungen, die entweder schon an Projekten arbeiten und mit uns zusammenarbeiten oder wir mit unseren Projekten, mit Universitäten, Stiftungen, irgendwelchen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Das hattest du gefragt, Markus. Aber Christian Winter, sehr wichtig zu betonen, dass Cannabis nicht geraucht werden soll, darf. Das gehört zur Tradition. Aber es gibt da biochemische Gründe, die Temperaturerhöhung führte, aktivierte Säurebildungen. Ich sage herkömmlich, denn so geschah es in mehr oder weniger Jahrhunderte lang. Die Pflanze ist ja fast so alt wie die Welt, weil die Leute nicht wissen, wie es funktioniert und warum oder funktioniert jetzt, wird dass die Dekarboxylation idealerweise geschieht zwischen 100 Grad, beschränkt damit die Schäden, also CB und DHC ist damit zu aktivieren und ist mit nicht zu 100% oder zum Gutteil. Aber da gibt es verschiedene Ansichten, da Untersuchungen, ein Gutteil der neutral nicht. Der Säureform ist sehr wichtig für die
typischen Effekte an dieser Stelle, also Entzündungshemmung oder als psychotropische Wirkung oder schmerzlindernde Wirkung oder andere Wirkungen. Aber die Frage oder der Zweifel, der mir da kam, an Christians Kritik, war am Anfang der Intensivbehandlung, da habe ich ein wenig Zweifel. Ja, stimmt, könnte ein Zeitpunkt sein, ein weiterer Zeitpunkt wäre, bei geringen Symptomen, bei bescheidenen Symptomen, ein weiterer, bei leichten Symptomen, ein weiterer Zeitpunkt, ohne Symptome, aber mit positivem Testergebnis sein und ein weiterer. Mein Medikament wäre als Vorbereitung, es könnten mehrere Untersuchungen zu verschiedenen Zeitpunkten durchzuführen, aber möglicherweise am Anfang der Intensivtherapie bei, also wenn die kritischen Bedingungen schon anfangen, ich weiß nicht, ob das der ideale Zeitpunkt wäre. Ich habe die Antwort nicht, das ist jetzt nur der Zweifel, das ist das Schöne an der Diskussion. Aber vielleicht sieht man ja auch die Wirksamkeit bei diesem Zytokine-Sturm, aber vielleicht könnte es auch scheitern und könnte vielleicht die Weiterverlauf der Untersuchung zur Wirksamkeit verhindern, nicht nur in diesem zum Glück kleinen Teil der schweren Fälle, die in Intensivbehandlung müssen. Ich weiß nicht, war das jetzt klar? Danke schön, Roberto, für die Anregungen. Ja, zuerst in verschiedenen Standorten weltweit wurde festgestellt, dass in diesem Pandemiejahr sehr viel mehr Cannabis genutzt wurde. Dazu ist zu berücksichtigen, dass Cannabis sich auf vielerlei Art und Weise auswirken kann. Nicht zuletzt eine der Wirkungen, die unter Beobachtung steht, ist, es verhindern kann, dass das Virus in den menschlichen Körper eindringt. Und natürlich das Rauchen führt dazu, dass gerade die Eingangswege, die Mukosen, nicht die Mukosen sagen, also die Schleimhäute, die Atemwege, auch stark leiden, ganz banal gesagt. Ich glaube, der Verein würde auch an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn er in diesem Augenblick, hier ist ja die Rede davon, Virusinfektionen in den Atemwegen zu vermeiden, zu verhindern, wenn er das vermitteln würde, was die Weltgesundheitsorganisation dazu bewegt hat, irgendwo darauf aufmerksam zu machen. Das ist eine Empfehlung an den Verein. Ich glaube, ich kann auch missverstanden werden, kenne das richtig, aber ich glaube, ein Glaubwürdigkeit, als Glaubwürdigkeit, wenn der Verein hier zum Sprecher würde dessen, was wissenschaftlich belegte Daten sind, dann wäre das schon mal sehr gut. Zum klinischen Einsatz, da sind wir jetzt gerade im Versuchsstadium und wir sind noch an Spekulationen. Ich muss auch vorausschicken, dass ich da keine Bewertung abgeben will. Ich bin ein armer Klinikarzt an der Front, der jeden Tag mit den Patienten mitkämpft. Und in diesem Umfeld, in dem wir seit einem Jahr ein wenig alle uns Kenntnisse angeeignet haben, aber mir scheint die vielversprechende Hypothese wäre, wenn er es schaffen würde, vorzubeugen, dass der Sturm überhaupt ausbricht. Und seit mehreren Wochen, soweit wie möglich, versuche ich ein wenig die Entwicklung der Untersuchung in Tel Aviv mitzufolgen und habe entdeckt, dass auch in Klagenfurt
Sie eine sehr schöne Arbeit geleistet haben. Das wird jetzt in Kürze wahrscheinlich auch veröffentlicht werden. Aber Ärzte, die für Intensivtherapie verantwortlich sind, in unseren Breiten davon zu überzeugen, so ein Experiment durchzuführen, Roberto, das wirst du uns erklären. Ja, ich bin Optimist, 50%. Nein, sehr. Ja, ich meine, ich bin jetzt sehr neugierig auf die israelische Studie. Unter anderem, die sind auch besonders weit fortgeschritten und versprechen, dass sie in relativ kurzer Zeit erste Ergebnisse vorlegen werden, die ohne Zweifel veröffentlicht werden. Ja, Zweifel. Die präklinischen Daten sind vielversprechend. Also Rauchen, davon reden wir schon gar nicht. Die Frage ist, dass es wirklich ein komplexe Stoffe, Wirkstoff sind, können wir THC und CBD einsetzen. Und auch aus Untersuchungen an anderen Stoffen haben wir gesehen, dass CBD und THC und der Rest zusammenwirken. Soweit ich verstanden habe, dass weniger Wirkstoff habe, würde ich mit gleichen Dosen, also 5% oder 10% beider Stoffe anfangen. Aber wie gesagt, da reden wir jetzt, da spekulieren wir als arme Kliniker und nicht als große Wissenschaftler. Aber auch wenn wir gemeinsam Grundlagen schaffen, gemeinsam mit den Menschen, die es ermöglicht haben, mehr darüber zu reden, denn das ist ein Verdienst, großes Verdienst dieses Vereins aus Bozen, dass mehr darüber geredet wird, dass Vorurteile abgebaut werden. Wenn darum handelt es sich, leider haben sich die in den vergangenen Jahrzehnten festgesetzt und daran ist weiter so weit mit allen erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Denn wir sind noch bei den Beobachtungen, bei den Laborversuchen und eine bestimmte Grundlage, halbwegs solide Grundlage gibt es schon. Jetzt ist noch die Absicht nötig, weiterzuarbeiten. Eine bestimmte wissenschaftliche Grundlage ebenso gibt es. Und ja, jetzt geht es darum, die Diskussion weiterzuführen. Jetzt darüber zu diskutieren, in einem Interview hat man mich gefragt, darüber dasselbe wie hier. Also wenn ich zu anderen Leuten rede, dann muss ich über Cannabis reden. Ich sage, ja gut, da laufen gerade Untersuchungen. Es gibt vielversprechende Ansätze. Die Frage ist, welche Rolle kann der Wirkstoff in der kombinierten Behandlung spielen? Denn am Anfang, vor einem Jahr, ist mir der Gedanke gekommen, dass die monoklonalen Antikörper die Behandlung sein könnten. Wir suchen nach der Behandlung, nach Form nach dem Wirkstoff. Gut, Wirkstoff ist ein Bestandteil monoklonaler Antikörper, kann ein weiter sein, Cortison mit Antibiotikum. Also die kombinierte Therapie und dann die nächste Schwelle. Jetzt übertreibe ich, aber in Zukunft könnten wir unsere Reaktion voraussehen, sie können, wäre ideal. Dass zum Beispiel Morphin wurde schon isoliert. Drei Menschen zufällig unter uns, die hier zu sehen sind. Einer reagiert gut, einer reagiert schlecht und keiner reagiert überhaupt nicht. Also da sind genetische Analysen erforderlich. Das geschieht schon. Und das gilt für AC2-Rezeptor. Also Forschungsbereiche gibt es zur Genüge. Je Antworten wir finden, je mehr Antworten wir finden, desto mehr Fragen stellen sich. Aber ich würde sagen, es ist wirklich ein vielversprechender Weg. Und das ist keine Kritik. Überhaupt nicht. Es ist nur, ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, also am Anfang der Intensivtherapie oder nicht doch vielleicht ein oder zwei Stadien vorher. Naja, wir diskutieren darüber. Jetzt stelle ich auch Lide die Frage, ob es Fragen gibt, die vielleicht hier in die Diskussion einfließen könnten. Und dann müsste ich noch unserem Freund Konrad Fiesneider, Konrad Esemplice, der Chat von der Sinistra,
e poi clicchi chat e poi scriverci anche in tedesco. Lydia übersetzt sie und Sie können sie dann auch in der Übersetzung von David Casagrande wieder hören. Prego, Lydia, vai. Ja, Markus, bene, Markus, effettivamente. Ja, tatsächlich sind Fragen gekommen. Herr Eduardo Michelon fragt etwa, ob Cannabis mit dem Zerstäuber eingeatmet werden kann und in diesem Falle und ob in diesem Falle es Probleme geben könnte für die Atemwege. Wer kann da antworten? Beh, la risposta vedo che già è stata data dal dottor Wester. Non conviene. Ja, Herr Vento hat schon die Antwort gegeben. Also Cannabis sollte überhaupt nicht geatmet werden, besonders bei Lungenproblemen. Aber der Vaporisator, da findet keine Verbrennung statt, also ist sicherer, aber kann doch zu Irritationen, zu Störungen führen. Ist also nicht besonders ratsam. Also die beiden verfügbaren Sadilex, die Kombination THC und CBD oder DBD Dialex CBD 1, die könnten als Oralspray eingesetzt werden. Das könnte eine Verabreichungsform sein. Es gibt dann Kapseln, es gibt orale Extraktoren, das alles würde passen. Ich, soweit ich auch glaube, die Ärzte verstanden zu haben, gehe davon aus, dass Cannabis nicht geraucht werden sollte und eben auch nicht über den Zerstäuber oder den Vaporisator eingenommen werden. Eine weitere Frage, Herr Rondimar, die fragt, und die dekarbonisierten Kapseln, könnte das als Verabreichungsform empfehlen? Wie gesagt, die Kapseln, die dekarbonisierten Kapseln können, also jede Form, orale Einnahmungsform, also was, dann müsste man sehen, wie es mit der Verfügbarkeit aussieht bei Lungeninfektion. Jetzt mal sagen, man kann es nutzen, ist in diesem Augenblick wäre das eine Behauptung, die noch nicht gefestigt ist. Man könnte es machen und ist sicher weniger gefährlich als die Inhalation. Und Herr Grandimarti bezieht sich auch auf ein Problem. Na, es tut uns leid. Und er schreibt, es gibt ja auch das Problem mit der Beschaffung, mit der Cannabis-Beschaffung. Das ist jetzt auch eine Frage, eine berechtigte Frage heute Abend. Ja. Antworte nochmal ich und dann gebe ich das Wort an die Ärzte weiter. Ich habe das auch in der Vorstellung schon gesagt. Das ist eins der Hauptprobleme, die Versorgung für die Patienten, besonders für Leute, die schon andere Probleme wegen der Behandlung sehen. Es ist sehr schwierig. Jedes Jahr mehr oder weniger am Sommerende gehen die Vorräte zu Ende, besonders die in Florenz aus Holland kommen. Das ist ein Leidensweg für die Patienten. Und zu den verschiedenen Dingen, die Cannabis Social Club tun könnte, wäre Druck ausüben und informieren. Ich denke, was weiß ich, Petitionen, was auch immer nützen kann, das Druck ausübt, dafür, dass die Cannabis wenigstens wirksamer als bislang zur Verteilung kommen würde über ein effizientes Netzwerk und damit das Feld zu erweitern. Also die Einrichtung in Florenz ist klein, kann die Nachfrage in Italien nicht befriedigen und weitere Träger wären da notwendig in Italien. Andere Antworten im Zusammenhang mit diesem Fragenblock aus dem Publikum? Ja, ich fange am Ende an mit bei der Versorgung, beim Nachschub. Ja, da sind schon Anträge ans Ministerium gestellt worden, aber Fabio, du weißt vielleicht, als guter Italiener, dass wenn man versucht, ans Ministerium nach Rom zu schreiben oder dort anzurufen. Ja, das ist der formelle Weg. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie es besser laufen könnte, aber es ist notwendig.
Ich hätte schon Ideen, denn wir leben ja in einer autonomen Provinz. Und ich möchte vielleicht auch etwas die Politik dazu anregen, auf dieses Managementproblem im Ministerium aufmerksam zu machen. Denn ich habe wahrgenommen, dass wenn auch jetzt danach, im Schub nach Stoff klappt, also die Haken hängen am Mikrofon. Also wir versuchen jetzt, wie wirksam wir hier sind, wir versuchen jetzt, ich habe so meine Zweifel, wenn ich die Entwicklung in den letzten Monaten mit ansehe, aber es besteht immer die Möglichkeit, sich zu verschaffen. Dr. Winter hat etwas in den Chat reingeschrieben. Vielleicht möchten Sie es vielleicht auch direkt vortragen. Das ist ganz einfach. Nur wenige medizinische Bereiche sind überhaupt befugt, den Wirkstoff zu verschreiben. In unserer Gruppe zum Beispiel gibt es Ärzte, mehrere Ärzte, die gute Erfahrungen gesammelt hatten über mehrere Jahre hinweg. Ja, der alten Ärzte über die staatlichen und Landesbestimmungen sind nicht befugt, den Wirkstoff vorzuschreiben. Da könnte der Verein behilflich sein, damit eben mehrere medizinische Bereiche zugelassen werden zur Verschreibung. Neurologen können, Internisten können verschreiben, Geriater nicht. Also ich zum Beispiel, der seit etwa 20 Jahren schon mit Fällen gearbeitet hat in unserer Gruppe. Wir betreuen ja auch Patienten mit Multiple Sklerose und wir sind nicht befugt, den Wirkstoff zu verschreiben. Ja, das ist absurd. Man hat ja gesehen, in der Statistik, gerade alte Menschen, die sind, die weltweit am meisten Cannabis nutzen oder beginnen jetzt. Gut, das sind natürlich Menschen mit mehreren Krankheiten, für die man es am meisten nutzt. Aber es ist schon merkwürdig, dass wir in Italien noch auf der Stelle treten. Es ist eine Kostenfrage. Nein, es geht um die Gesetze, die einfach so verabschiedet worden sind seinerzeit. Und gerade das Problem in der Geriatrie, wir haben das schon vorgeschlagen, den in Südtirol zuständigen Behörden. Und ich denke, dass in Zukunft wir auch so weit kommen könnten, dass es mehr Freiheit gibt und dass mehr Ärzte Cannabis verschreiben könnten. Aber wir hängen hier völlig von der staatlichen Gesetzgebung. Nein, autonome Gesetzgebungsbefugnisse, ja. Ja, wie die Politik und alles in der Welt. Sehe ich Verantwortungsträger, die ihre Verantwortung nicht übernehmen. Sie tun nur das, was die anderen ihnen vorgehen. Sie sagen, ja gut, ich sehe, die Untersuchungen laufen gut, warum tun sie es nicht? Also ich sehe einfach viel Angst bei diesen Leuten. Ich verstehe es auch nicht. Es ist für sie nicht nötig, es zu tun. Wir als Patienten üben Druck aus. Denn ich sehe, ich lebe in einer anderen Wirklichkeit. Ich habe Patienten um mich herum und das sind Leute, für die es keine angemessene Behandlung gibt. Einige gibt es vielleicht da illegale Behandlungsformen oder suchen sie illegal. Auch das ist wäre ein großes Problem noch. Denn auf der einen Seite gibt es so wenige Ärzte, die den Wirkstoff verschreiben und es fällt schwer, überhaupt einen zu finden. Auf der anderen Seite, wenn du mit dem Rezept zur Apotheke gehst, ist das Medikament nicht da. Als Patient weißt du genau, der Wirkstoff würde dir gut und was machst du? Naja, wenn dir niemand hilft, dann hilfst du dir eben anderswo. Und da es illegal ist, ist auch ein großes Problem für viele Leute. Ja, sicher. Was man als Verein tun kann und was schon erfolgreich geschehen ist, ich hätte mir nicht erwartet vom dass dem Antrag so schnell stattgegeben wurde, wenn man
Ich hatte gesehen, die reagiert haben, weil sie das vorgeschlagen haben. Und dann war, weil so viele Patienten gekommen sind. Ich meine, vergessen wir das nicht. Es sind viele und besitzen somit Gewicht. Und da es leidende Menschen sind, also das, glaube ich, kümmert sie nicht besonders. Als Arzt habe ich überhaupt nichts von dem erreicht, was der Verein erreicht hat. Und damit schließe ich auch, was wir vorschlagen. Wir haben uns da auch schon getroffen, leider mitten in der Covid-Pandemie drin, haben die ein wichtigeres zu denken, also ist das mal rückgestellt worden. Die Beschlussoptimierung haben wir gefordert, sobald der Beschluss aus war, wurde uns geantwortet, erstmal haben wir beschlossen, jetzt geht euch mal zufrieden. Das haben die Bürokraten geantwortet. Das waren weder Ärzte noch sonstige Fachleute, aber die Bürokratie leider. Ich weiß nicht, ob das nur in Italien ist, aber in Italien ist die Bürokratie schon besonders mächtig. Also, die haben, um nicht ändern zu müssen, haben sie einen Teil des Gesetzes aus dem November 2015 abgeschrieben, ohne Änderungen, wie sie in anderen Regionen beschlossen wurden, sowohl als auch in der Vorsicht, dass die Patientengesundheit zu schützen ist und so weiter. Es gibt viele Änderungen, die wir dem Ressort vorgeschlagen haben, dass Süditalien eine autonome Provinz ist, wäre es möglich, aber es müsste jetzt zur konkreten Tat kommen. Und wenn wir nicht locker lassen, Cannabis Social Corp, insbesondere Peter, du weißt, was ich sagen wollte, also du gehörst zu den Großen hier und ja, wenn wir nicht locker lassen, und da steht der Tropfen hüllt den Stein, und dann schafft man auch irgendetwas. Also beschränken wir uns nicht auf Kritik an dem, was nicht klappt, sondern der Beschluss muss optimiert werden. Wir müssen Öl vorschreiben nach Rezept XY. Wir müssen die Verschreibung ausweiten, nicht nur auf wenige Fachärzte beschränken. Die Möglichkeit, dass zum Beispiel Satelix verschrieben und das wäre sehr bequem, auch wenn es etwas teurer wäre für den Staat. Ist in ganz Italien festgefahren, weil die Verschreibung geht nur über Neurologen und nur bei Multiple Sklerose. Das sind übertriebene Einschränkungen. Es handelt sich schließlich um THC und CBD in einer Ausformung, die leicht genutzt werden kann und leicht dosiert werden kann. Satirex überwindet auch viele der Probleme. Das ist mit einem Komponentenmedikament vergleichbar, CBD und THC mit dem Atropine. Es gibt auch andere Wirkstoffe dazwischen. Aber das wäre noch etwas, was ich für wichtiger achten würde, das ist eine Untersuchung. Es ist ein eingetragenes Mittel. Und würde sich die Verfolgung für Vergleiche eignen, ja, mit den Einschränkungen für die Herstellung, aber es wäre absolut interessant. Langsam müssen wir zum Abschluss kommen. Lydia? Ich habe mit Interesse alles mitverfolgt. Jetzt möchte ich eine ganz praktische Frage stellen. Als ganz normale Bürgerin. Wenn ich einen positiven Covid-Fall habe oder sogar einen Kranken in meiner Familie, in der Nachbarschaft, in meinem Umfeld, würde ich da gut tun, daran ins Geschäft zu gehen und mir CBD-Öl zu besorgen und ein paar Tropfen x-mal täglich einzunehmen? Das wäre meine Frage in diesem Zeitpunkt. Antworte ich zuerst und übernehme damit alles Risiko. Nein, ich glaube nicht, dass es schadet. Ich glaube nicht, dass es schädliche Nebenwirkungen verursacht und das Immunsystem schädigt. Also ich glaube nicht, dass es da zu negativen Wirkungen kommen könnte. Der ganze Rest muss den Studien überlassen werden, die die Wirksamkeit belegen.
die Dosierung festlegen und so weiter. Aber wenn wir von der Voraussetzung ausgehen, dass es vielversprechende Ergebnisse gibt auf der Ebene der Grundlagenuntersuchungen und es keine besonderen Auswirkungen für die Brieftasche, wenn es nicht vom Arzt verschrieben ist, non nocere per me. Wie gesagt, also zum Ers primum non nocere, also es darf zumindest nicht schaden, das würde ich voranstellen. Weitere Antworten auf diese Frage? Ja, ich bin völlig einverstanden. Es gibt noch keine Untersuchungen, die tatsächlich die Nützlichkeit belegen. Also wir können noch nicht sagen, es wäre gut, das Öl zu nutzen, aber die Nebenwirkungen, es gibt nur wenige Nebenwirkungen. Es wird für verschiedene Krankheiten genutzt, auch für Schlafstörungen. Ich rate nicht dazu, aber ich warte jetzt auf Dr. Ja, aber ich verweise auf die Antwort, die Dr. Pittini gegeben hat. Ja, ich bin damit den Kollegen einverstanden, persönlich derzeit als Patientin, wenn sie mir die Frage stellen würde, würde ich eher abraten. Aber ich halte es für viel interessanter, an einen Einsatz nach der Covid-Erkrankung zu denken, nach der Erkrankung mit enormen Problemen. Wir reden ja von Long-Covid, wir wissen ja noch nicht, welche Wirkungen es mittelfristig gibt. Aber wir beginnen langsam zu sehen, dass es sehr, sehr lange braucht, bis es zur Heilung kommt. Und sehr, sehr wahrscheinlich wird es auch langfristige Wirkungen geben. Und in 2, 3, 15 Jahren haben wir Überraschungen, unliebsame Überraschungen zu befürchten. Ich habe gelesen, vor kurzer Zeit, dass das war ein interessanter Artikel, der sprach von Virusinfektionen und versuchte nachzuvollziehen, welche Kenntnisse vorlagen, als das Virus identifiziert wurde, bei einer Lungenentzündung etwa, bei anderen Infektionserkrankungen. Auch HIV, nichts wusste man. Aber nicht mal nach 6 Monaten, auch nach 1, 2, 3 Jahren zuweilen. Die Probleme kamen erst viel später zum Vorschein. Jetzt mittlerweile gibt es sehr gute Untersuchungen mit autoptischen Ergebnissen, mit funktionellen Ergebnissen dazu, wie das zentrale Nervensystem einbezogen ist. Und meiner Ansicht nach könnte zum Beispiel eine neue Äziologie neurokognitiven Störungen sich ergeben, auch eine neue Äziologie bei Demenzsyndromen. Aber wahrscheinlich werden wir erst nach Jahrzehnten mehr davon wissen. Und in der Post-Covid-Phase würde ich denken an die Mühe, denken an die Schmerzsymptome, denken an die gefühlsmäßige Einbeziehung. Ich würde da viel Freiraum sehen, um den Wirkstoff in der Post-Covid-Phase zu empfehlen. Und das ist fast inakzeptabel auf der anderen Seite. Gibt es niemanden, der die Patienten nach der Covid-Erkrankung übernimmt. Da ist wirklich dringend notwendig, hier einen Weg zu eröffnen und diese Menschen klinisch, diese Patienten systematisch zu betreuen. Fällt jetzt in Meran der Strom aus? Nein, der Sanitätsbetrieb spart. Und nach 60 Minuten schalten die in allen Büros das Licht ab. Also wir sehen sie noch im Monitor. Also gibt es zum Abschluss noch was zu sagen? Ich würde jetzt abschließen, wenn es jetzt nichts wirklich Wesentliches mehr zu sagen gäbe. In Ordnung?
Kann ich noch was anfügen? Ich hätte noch etwas, was notwendig wäre, um etwas berechnen zu können, etwas einschätzen, bewerten zu können. Man müsste dann systematische Unterlagen denken über die Patientenbetreuung. Das könntet ihr fördern. Das heißt, wenn zum Beispiel euch die Covid-Auswirkungen interessieren, könntet ihr jetzt schon daran zu denken, Unterlagen gemeinsam mit den Ärzten zu erstellen. Das wäre schön, um Daten sammeln zu können, erheben zu können. Ja, Daten erheben erfordert sehr viel Zeit. Ja, und die Zeit haben wir häufig nicht im Unterschied zu Universitäten etwa. Also wir haben nicht den Studenten, also den Sklaven, ich habe das früher selbst gemacht, der also diese Arbeit macht, den Doktoranden, den Praktikanten, der die sehr schwere Arbeit leistet, die Daten sammelt, das ist ein wesentlicher, wichtiger Teil, aber die unter Anführungszeichen wenigen Kliniker behandeln Covid-Patienten oder andere Krankheiten. Also mit so wenigen verfügbaren Leuten oder mit so wenig medizinischem Personal fehlen uns schlicht die Menschen, die eben diese Daten erheben, sammeln, verarbeiten könnten. Also wir würden da Hilfe benötigen, ein Projekt, um den Ärzten, auch dem Pflegepersonal oder andere Berufsgruppen zu helfen, um sich Zugang zu verschaffen, Daten zu liefern für Leute, die dann in der Lage sind, sie zu verarbeiten. Also ich zum Beispiel, von Statistik verstehe ich überhaupt nicht, aber Daten sammeln, da könnte ich beitragen. Danke schön, Dr. Pittini. Peter, möchtest du zum Abschluss kommen? Ja, ich verspreche Dr. Winter, dass ich Erkundigungen einziehe in den nächsten Tagen und dazu, was wir machen können, damit auch seine Abteilung verschreiben kann. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Ich beginne bei Fabio Turco. Danke für diese wunderbare Vorstellung. Und ich hoffe, dass wir uns noch sehen, treffen werden. Wir sind sehr aktiv und benötigen immer Fachleute in Sachen Cannabis. Dankeschön. Ich bedanke mich auch für die Einladung und ich bedanke mich für das, was ihr tut. Ich glaube, ihr könnt als Beispiel für alle anderen Städte in Italien dienen. Dann danke ich Dr. Winter für seine Teilnahme. Es ist nie einfach, Ärzte wie einen Primararzt zu finden, die bereit sind, an solchen Diskussionen sich zu beteiligen, wie eben zum Beispiel jetzt über medizinisches Cannabis. Danke, Dr. Aldo Leonardo Berchi, einen Hausarzt. Danke, Dr. Pittinio, Narkosearzt und Schmerztherapeut. Sie sind Ärzte, die in der nächsten Zukunft mit uns eine ärztliche Praxis eröffnen werden. Und danke Dr. Markus Falk für seine Teilnahme. Auch wir bleiben in Kontakt. Ich bedanke mich an allen, die mitgearbeitet haben, die Leute von der Genius. Die sind wir als LPASP. Danke, David Casagrande, für die Übersetzung, für den Dolmetschdienst. Danke, Lydia, dafür, dass du uns betreut hast und an den Public Relations gearbeitet hast. Danke, Markus Lovis, für die Moderation. Ich muss mich noch bedanken beim Ressort Gesundheit, beim Gesundheitswesen Südtirols. Das Ressort hat dazu beigetragen, mit Finanzierung, mit Geld, um diese Veranstaltung durchführen zu können. Wir haben auch einen Medienpartner, Belief Magazine, und ich hoffe,
dass die auch, dass in Zukunft noch andere dazustoßen. Und ich wiederhole mit Freude, also nochmal unsere Sponsoren. Jetzt finde ich es nicht mehr alle, da gibt es die Apotheke Dr. Ternelli, Sponsor die Apotheke Truso Semeran, die Apotheken Bondicini in Bozen, dann die Arztpraxis Clean Mailand, mit denen arbeiten wir auch in Zukunft hoffentlich noch zusammen. Und die letzten beiden, nein, Moment, und Biotheca bleibt noch ein Cannabis-Erzeuger und Verteiler. No, no? Also nochmal Dankeschön, Peter. Also wenn sich niemand bei dir bedankt, nein, ja, auch andere haben sich schon bei dir bedankt. Auch ich bedanke mich für dein Engagement vom ersten Augenblick an daran, dass du an dieses berückte Projekt geglaubt hast und glaubst, diese Vorurteile zu entwurzeln über das Cannabis und dich. Also ich glaube, du machst hier, also du schüttest hier Asphalt auf diesen Weg, von dem wir vorher gehört haben. Ich werde das auch in Zukunft tun. Ich weiß. Also herzlichen Dank und zum nächsten Mal. Also der nächste Termin, Peter. Ah ja, genau, das wollte ich noch sagen. Also in diesem Jahr haben wir 14, 20, also das nächste Termin, nein, ich muss nachschlagen. Weiß es nicht auswendig. Nur einen Augenblick. 23. Mai, glaube ich. Ja, das nächste Treffen findet am 25. Mai statt. Und wir besprechen das Problem Restless Leg Syndrome. Also bis zum 25. Mai und schönen guten Abend. Herzlichen Dank aus Bozen und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Ciao und schönen Abend.